Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich einen Produktivitätstipp für euch. Ein Zeitmanagement-Tipp. Und das ist etwas, was ich selber umgesetzt habe in meinem Leben. Und deswegen kann ich es wärmstens empfehlen, weil es bei mir schon Resultate zeigt oder beziehungsweise mein Leben scheint dadurch besser. Mal schauen, vielleicht funktioniert das ja auch für euch, denn ich möchte, dass ihr auch die Dinge erledigen könnt, die ihr euch vornehmt. Ich möchte, dass ihr stressfrei auch Freizeit machen könnt und dass ihr ein besseres Leben habt. Und zwar ist dieser Tipp, dass, also ich habe es jetzt so, dass ich jede Sache, die ich machen möchte, schreibe ich in einen Kalender. Ja? Und zwar benutze ich dazu Google Kalender. Und man kann bei Google Kalender die Einstellung so setzen, dass ein Standardtermin, den man macht, wenn man einen neuen Termin erstellt, dass der nicht eine Stunde dauert, sondern nur 15 Minuten. Und mit diesem System kann man seinen ganzen Tag durchplanen und kann sagen, okay, ich stehe auf, halbe Stunde essen, Viertelstunde zur Arbeit, dann von dann bis dann arbeite ich oder möchte Sport machen, dann vielleicht 15 Minuten Sport, duschen 15 Minuten oder halbe Stunde Deutsch lernen. Solche Dinge, die kann man dann alle in den Kalender reinmachen und so hat man eine gute Übersicht darüber, wie viel Zeit man eigentlich noch übrig hat, nachdem man all die Dinge gemacht hat, die man sich vorgenommen hat. Und natürlich ist es so am Anfang, dass man erst noch lernen muss, wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt für die einzelnen Dinge und wie viel Freizeit muss ich mir denn einplanen, damit ich mich auch gut fühle und mit guter Balance. Denn ich habe zum Beispiel so gemacht, dass ich erstmal alles voll gemacht habe mit da hier arbeiten und dort arbeiten und jenes und dies und habe dann mitgekriegt, dass es einfach zu stressig wurde. Es ist einfach zu so viele nur noch arbeiten. Damit habe ich gar nicht beachtet, dass ich auch noch andere Bedürfnisse habe, wie zum Beispiel mich auch mal zu entspannen. Zum Beispiel habe ich jetzt auch Meditation mit in meinen Kalender reingemacht und dadurch stelle ich sicher, dass ich noch entspannt bleibe. Genau, wie gesagt, am Anfang dauert es eine Weile, bis man sich da reingefunden hat. Aber mit der Zeit merkt man, wie viel Zeit man braucht und so weiter. Und man kann natürlich das auch, gerade wenn man das digital macht mit Google Kalender, kann man das ja so machen, dass sich der Termin wiederholt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jeden Tag von 9:30 bis 10 Uhr Deutsch lernen oder von 9:30 bis 10:30 Uhr, dann trägt man das in den Kalender ein und sagt, wiederhole diesen Termin jeden Tag. Ja, oder ich trainiere für den Marathon jeden Montag, Mittwoch und jeden Samstag. Und dann habe ich mir auch für eben nur diese Wochentage eingetragen, dass ich für den Marathon trainiere. Und das wiederholt sich dann jeden Montag, Mittwoch und Samstag. Und also dieses System kann ich nur empfehlen, probiert es mal aus. Wie gesagt, es ist auch wichtig, Freizeit einzuplanen. Aber ich merke dadurch dann auch wirklich ganz deutlich, wie viel Zeit habe ich noch am Tag übrig, wie effizient bin ich im Vergleich zu anderen Tagen. Und ich merke auch, okay, wenn ich jetzt spontan etwas anderes machen will, okay, ich will jetzt schon spontan eine halbe Stunde mit meinen Freunden quatschen. Ja, dann schiebe ich alle anderen Termine nach vorne oder ich schiebe irgendwie was um, damit ich mir die Zeit nehmen kann. Aber dann sehe ich auch, okay, wann würde ich dann ins Bett kommen, wenn ich das alles umschiebe oder was würde ich denn nicht erledigen können und so weiter. Das heißt, man merkt auch sehr schnell, was man denn aufgibt. Ja, was man denn nicht schaffen wird am Tag, wenn man jetzt spontan sich entscheidet, etwas anderes zu machen.
Und das Letzte, was ich noch sage, und dann bin ich wirklich fertig mit dem Video, ist, dass man mit dem Smartphone kann man das natürlich so einstellen, dass man auch eine Erinnerung bekommt. Also jedes Mal, wenn ein neuer Termin anfängt, dann macht mein Telefon ein Geräusch und dann weiß ich, ah, jetzt ist der eine Termin vorbei und jetzt fängt der nächste Termin an. Und so merke ich dann, wie ich in der Zeit bin, merke ich dann, oh, ich sollte jetzt anfangen, das nächste zu machen. Oder ich denke mir, oh shit, ich brauche noch vielleicht 5 Minuten und dann mache ich die nächste Aufgabe. Gut, ich hoffe, das war hilfreich. Es scheint vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Also tragt einfach alles, was ihr machen wollt, in den Kalender ein. Wirklich jede kleine Sache, sei es Sport, sei es Duschen, sei es mit Freunden quatschen, sei es einen Film schauen, sei es Deutsch lernen, ganz wichtig, Deutsch lernen, in den Kalender eintragen, damit ihr wirklich konsequent Deutsch lernt. Und auch wenn ihr zum Beispiel gerne auf Facebook seid, das ist echt ein Zeitfresser, das ist ein sehr großer Zeitfresser, Facebook. Plant das ruhig ein, ja? Plant euch ein, okay, eine halbe Stunde. Plant das in den Kalender und dann macht ihr das auch wirklich nur eine halbe Stunde und sitzt jetzt nicht 1-2 Stunden bei Facebook und verschwendet eure Zeit. Das wäre ja auch nicht gut. Ich hoffe, es war hilfreich. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!